Wir haben heute Mohammed zu Besuch. Mohammed, stell dich doch erstmal kurz vor. Ich heiße Mohammed Abdel Jalil, bin 27 Jahre alt und wohne in Schwäbisch Hall. Alles klar. Und du hast eine lange Reise vor dir. Erzähl mal, was du vorhast. Ja, ich habe vor, nach Marokko mit dem Fahrrad zu reisen, also von Schwäbisch Hall zu meinem Geburtsort, wo meine Eltern noch wohnen, mit dem Rad zu fahren. Und für die ganze Reise wollen wir drei wichtigsten Aspekte mal erzielen. Und das Wichtigste ist, wir sammeln Spenden für Kinder, die in kritischen Situationen in Marokko sind. Kinder, die in die Schule gehen müssen und haben kein Geld dafür oder die dringende Operationen machen wollen, aber haben keine finanzielle Quelle. Die ganzen Spenden werden von mir persönlich an die Kinder gegeben. Und da gibt es keinen Beitrag für Werbung oder irgendwas, ein Prozent für was anderes, sondern wirklich 100% zu den Kindern gegeben. Zum anderen wollen wir auch auf Thema Umwelt und Klima mal die Leute wirklich aufmerksam machen, dass wir nicht jedes Mal fliegen müssen in Urlaub, sondern man kann auch mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Auto oder gemeinsam einen ganzen Urlaub machen. Wir merken auch, dass dieses Jahr richtig besonders in Deutschland Wasserknappheit, Regen kommt nicht und so weiter. Und zum Letzten dann auch eine eigene Herausforderung für mich. Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die ganze Reise klappen wird oder nicht. Mhm. Aber dann, ich bin mir sicher, dass es meinen Bestens geben wird und werde auch versuchen, unterwegs neue Menschen kennenzulernen und neue Kulturen zu entdecken, ein bisschen Sport mit dem Rad zu machen. Und dann, das Ziel ist klar, aber der Weg noch nicht ganz. Wird noch spontan sein. Ah, okay, genau. Okay. Und wie bist du auf die Idee gekommen, so eine Reise zu machen? Mit dem Fahrrad so weit unterwegs zu sein? Das war vom Anfang so eine Überlegung. Also ich bin gerne am Strand. Mhm. Ich mag Kulturen, unterschiedliche Kulturen. Ich komme aus einer ganz verschiedenen anderen Kultur von Marokko her und lebe hier in einer schönen Kultur auch in Deutschland. Ich liebe Sport und will auch, interessiere mich auch für das soziale Leben. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich aus diesen verschiedenen Faktoren mal ein schönes Ergebnis machen. Und dann kam die Idee, okay, ein bisschen Sport unterwegs mit dem Rad, Klima und Umwelt auch wichtig, dann deswegen das Fahrrad und nicht Auto oder Fliegen. Okay. Ich werde unterwegs am Strand sein in Spanien und so weiter. Und dann auch Menschenkellern unterwegs, das ist auch das Thema Kultur. Mhm. Und hast du schon irgendwie einen Plan, wie lange du unterwegs sein wirst? Oder ergibt sich das, du hast einfach Zeit? Genau, das ist noch offen. Also ungefähr für die ganze Reise sind 2 Monate gedacht. Mhm. Aber es kommt darauf an, wie fit werde ich sein. Also ich bin auch kein extra, ich fahre kein Fahrrad jeden Tag 4 oder 5 Stunden, sondern das wird noch unterwegs halt, werde ich Learning by Doing einfach so trainieren und weiterkommen. Mhm. Wird auch Pausen machen dazwischen, also nicht die ganze Reise nur fahren, sondern auch ein bisschen irgendwo, ich habe mein Zelt dabei, ich habe meinen Schlafsack und werde ich einfach gucken, wenn ich müde bin und keine Lust mehr mit dem Fahrrad zu reisen, dann Pause machen, ein bisschen die Gegend genießen und dann weitermachen. Mhm. Aber wie lange genau es dauert, ist noch nicht klar. Mhm. Okay. Wenn du jetzt schon so über dein Equipment erzählt hast, wie lief denn deine Vorbereitung ab? Oder die läuft vielleicht auch noch? Die läuft tatsächlich noch, weil ich habe noch nicht alles. Es sind wirklich die Kunst dran, es zu wissen, was soll ich wirklich mitnehmen, was brauche ich. Mhm. Und wir als Menschen, also wir denken immer, das brauche ich noch und das noch und das noch. Es kann regnen, es kann warm sein. Und man muss irgendwie die Mitte da finden. Ich meine, mit dem Fahrrad habe ich auch 2 Taschen hinten und 2 Taschen vorne und so eine kleine Tasche am Lenker. Dann muss wirklich da reinpassen, was ich wirklich brauche später. Und ich bin noch nicht fertig mit der Vorbereitung. Ich gehe noch heute zu verschiedenen Läden und gucke, was mir noch fehlt.
Aber ein Vorteil davon, ich bin ja nicht im Flugzeug und sitze und kann nicht mehr mitnehmen, sondern ich bin ja unterwegs. Und wenn ich merke, aha, das ist noch wichtig, dann kann ich noch irgendwo fahren und dann das holen. Also ganz spontan und flexibel. Okay. Und wenn man jetzt sich dafür interessiert, wie du unterwegs bist, kann man dich irgendwie nachverfolgen oder irgendwie unterstützen in irgendeiner Art und Weise? Ja. Erstmal danke für euch, dass ihr das hier aufnimmt. Das ist eine große Unterstützung für uns, dass die Leute auch da wissen, dass wir Spenden sammeln für die Kinder. Das Besondere daran, Leute wollen immer spenden, aber nicht monatlich. Mhm. Deswegen machen wir das so auf der Art, dass wir einmalige Spenden für diese Kinder mitnehmen. Und wie gesagt, das wird persönlich von mir an die Kinder gegeben. Man kann alles von A bis Z von der Reise auf unserer Instagram-Seite Jalilis. Da werde ich Stories posten und noch, wo bin ich, ob es mir gut geht, ob ich nicht mehr machen kann und so weiter. Ja. Ich freue mich auf den Support von Leuten. Ich habe auch gesehen, dass viele Freunde am Anfang waren nur eine kleine Idee. Und gerade von Unterstützung von Freunden, Familie, Bekannte, Kollegen und so weiter, das ist wirklich ein schönes Ergebnis am Ende sein wird. Mhm. Genau. Und jetzt gerade, wo du noch euren Namen erwähnt hast, hat es eine Bedeutung, euer Name? Das ist Jalilis, also das ist mein Nachname quasi, Jalili. Mhm. Aber das ist auch ein Vorname in Marokko, deswegen viele Leute nennen mich auch Jalil. Ah, okay. Die Idee war gedacht, dass wir wahrscheinlich nicht das erste und letzte soziale Projekt auf dieser Seite machen. Da kommen vielleicht noch andere schöne Projekte für das soziale Leben. Und deswegen ist einfach so allgemein benannt, dass wir hoffentlich noch nach diesem Chip nicht das letzte Projekt sein wird. Ah, okay. Genau. Und da nehme ich auch die Chance, unserer Designerin zu bedanken, die einfach die ganzen Logos, T-Shirts und alles auf Instagram, was da von Design ist, ist von ihr. Mareike, Dankeschön. Und ja. Cool. Und jetzt geht's am Montag los. Richtig. Wie viel Uhr startest du? Da vorne, da um 8.30 Uhr starte ich mit einem Kollegen los, hier von gegenüber von der Firma Optima, wo ich früher gearbeitet habe. Auch vielleicht interessant zu wissen, jede Person kann uns begleiten. Mhm. Das heißt, es kommen Freunde und Leute, die das mitmachen wollen, können auch etappenweise machen. Ein guter Freund von mir wird hier mit mir am Montag starten und bis nach Esslingen fahren und wieder den nächsten Tag mit dem Zug nach Schwäbisch Hall zurückfahren, weil der hier arbeiten muss. Deswegen, also jede Person ist herzlich eingeladen, wenn man Zeit hat und das mitmachen will, eine Etappe oder eine ganze Strecke oder bis nach Marokko mitzufahren. meine Eltern würden sich freuen. Schön. Okay, genau. Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall eine gute Reise. Viel Erfolg. Danke. Wir sind gespannt, was wir von dir hören und sehen. Viel Spaß. Danke euch. Danke für die Zeit und die Werbung und wünsche einen schönen Tag noch. Danke. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.